Herzlich willkommen zurück bei... Wie hieß dieses Spiel nochmal? Irgendwas mit Magic Crystals. The Secret, genau. The Secret of the Magic Crystals. Das muss man so aussprechen, weil der Onkel, der hier die Magic Crystals an den Start gebracht hat, der sprach auch immer so Englisch. So, Tor, ja. Was kann man denn hier upgraden? Leider hast du nicht genug Geld. Ja, da lacht er, ne? Drecksplage. So. Ich spiele das jetzt noch ein zweites Mal, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir haben noch nicht alles gesehen. Aber ich könnte mich auch täuschen. Geh mit deinem scheiß Schädel weg. Ich muss die Aufträge annehmen, damit du arbeiten gehen kannst. Sag mal. Alter. Alter. So. Flug. Brief. Gibt am meisten Kohle. Hinfort mit dir, Fläumelinchen. Da blitzert irgendwas. Haben wir da einfach eine Münze? Nee. So, was haben wir denn noch überhaupt hier? Wir sind ja noch, glaube ich, doch gar nicht überall gewesen, oder? Waren wir schon überall? Ich weiß es nicht. Was ist das hier doch mal? Ah, jetzt. Hier, Scheune, Gehege, Stall, Schmied, Brunnen. Der Brunnen versorgt den Stall mit frischem Wasser. Daher musst du den Brunnen upgraden, wenn du mehr Platz im Stall brauchst. Den muss ich upgraden, um... Und wie viel kostet das? 100 Gold. Ja. Habe ich jetzt zwei Ställe. Aber was ist denn eigentlich wieder mit diesem verdammten... Anleitung. Hatte ich mir doch fast befürchtet, dass das hier so geregelt ist. So. Jetzt können wir hier wieder reingehen. Betreten. Hier, guck mal, da sind Pfeile dazugekommen. Voila! Hier haben wir jetzt einen neuen Platz für ein neues Fohlen. Nur die Frage, wo wir das Fohlen herbekommen. Das kriegen wir auch noch raus. So, Stärke nur 43 von 100. Schnelligkeit nur 35 von 100. Ausdauer nur 56 von 100. Was? Viel zu wenig. Intelligenz immerhin 70. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Am meisten hat es ja Geschick. So, kriegen wir auch noch ein bisschen Kohle. Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen unbedingt trainieren gehen. Ab ins Gehege mit dir. Wenn man sich so viel mit einem Pferd beschäftigen muss, dann wächst man ja doch irgendwie zusammen, ne? Fast als würde man Freunde sein. Schlittenrennen. Verbessert die Ausdauer und die Stärke deines Pferdes. Ich halte das übrigens jetzt immer noch durch, ne? Alles, was mit F anfängt, wird PF ausgesprochen. Alles, was PF ist, wird mit F ausgesprochen. So, Vollgas! Gib Gummi! Auch wenn das Autoradio wirklich keine große Abwechslung bietet, muss ich sagen. Ich frage mich, ob diese Minispiele irgendwie auch schwerer werden oder ob die einfach so bleiben. Das wäre ja unschön. Weil das jetzt doch eher für kleinere Mädchen oder für kleinere Kinder. Ich will ja nicht selbst in diese Gender-Falle tappen. Obwohl hier ist es ja wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich besser gemacht. Eigentlich besser gemacht, weil man nicht so viel, wie soll ich sagen, diese Putzmechanismen hat. Aber so, oh, da waren wir nicht so gut, ne? Aber nicht so gut. 90% nur. Ah, und einen hohen Standard will das nicht genügen. Aber von diesem Zeug ist Fläumelinchen immer ganz schön erschöpft. So. Schnelligkeit und dynamische Reflexe. Na komm, machen wir das auch nochmal. Das haben wir noch nicht gemacht. Ah, ich habe befürchtet, dass das nicht viel anders aussehen wird. Bäume dich auf, ja. Ich glaube auch, dass wir demnächst hier eine Revolution anzetteln müssen. Wir wollen andere Sachen spielen. Ui. Auch noch andere Animationen. Ich finde übrigens das Model sogar gar nicht so schlecht von dem Pferd. Also so gemodelt. Und auch die Umgebung hier, sage ich so, ganz nett. Ist jetzt natürlich... Oh. Oh. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe tatsächlich zu früh oder zu spät geklickt. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ja, mein Rhythmusgefühl lässt zu wünschen übrig. Finish. Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal machen.
Oh, 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 zu spät haben wir einen gehabt. 57% Note B. Wir gehen uns jetzt beide erst beim Stall schämen. Ah, Fleumelinchen muss jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Ich kann voll gut Pferde nachmachen. Ich bin ja auch so ein Hengst. So, was haben wir denn jetzt? 70 von 100. 62 von 100. Das ist schon ein bisschen besser geworden. Stärke. 106 von 100. 106 von 100. Wie geht das denn? Will ich lieber gar nicht nachfragen. Komm, sauf noch was, Fläumelinchen. Gleich musst du wieder Briefe austragen, weil wir arm sind. So. Ich glaube, vielleicht kriegst du noch mal einen gestriegelt, was? Ich striegel dir noch mal einen. Soll ich dir noch mal einen runterstriegeln? So, Fläumelinchen ist ja eigentlich, glaube ich, eine Stute, ne? Ich bin mir aber gar nicht sicher. Vielleicht habe ich sie auch falsch benannt. Aber so zickig, wie die manchmal ist. Nein, im Endeffekt hat die ja bisher ganz gute Dienste geleistet. Und ist relativ handsam. So, komm. Kriegst du nochmal hier. Ja, das ist gut, ne? Mensch, tut das gut. Da wirst du ja bald schon wieder. Da glitzerst du aber wie ein Weihnachtsbaum. Mit Lametta! Früher war immer mehr Lametta. Das war ein Loriot-Zitat. Für die Leute, die es nicht wissen, unbedingt gucken. Früher war immer mehr Lametta. Großartiger Mann. So. Was steht denn hier? Was könnte denn hier stehen, verdammte Axt? Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß es nicht. Fläumelinchen und Lea. Tja, da weiß ich schon, wie ich mein nächstes Pferd nenne. So. Betreten bitte. Wir müssen mal gucken, wo wir... Geh weg mit deinem scheiß Schädel, ich will endlich zu den Aufträgen. Oh, was ist denn das hier gewesen? Flug. Achso, ne, dann sind wir wieder hier. So, nächste 50 Euro. Aber das ist ja, das geht ja schon sehr langsam, muss ich sagen. Vielleicht sollten wir das auch mal zum Rennen schicken, vielleicht verdient man da mehr. Ui, es gibt irgendwo anscheinend ein Kleeblatt. Das sollten wir suchen. Achso, ne, wir haben das Kleeblatt, glaube ich, schon. So rum ist das, ne? So, gibt es denn hier noch irgendwas, das wir upgraden können? Mal schauen, was ist hier passiert. Leider hast du nicht genug Geld. Hihihihi. Alter, wie der mich aufregt, dass er so lacht, wenn ich nicht genug Geld habe, ne? Ich nehme das ja fast persönlich. 300, dann muss ich den noch dreimal zum Ding schicken. Voll interessant, das Spiel, wenn man hier wartet einfach. Ja, ich weiß, dass ich nicht genug Geld habe. Ich habe für nichts genug Geld. Wo kriege ich denn eigentlich jetzt nochmal Pferde her? Vielleicht sollte ich die Dinger doch nochmal anmachen. Die Anleitung. Sonst kriege ich vielleicht nicht raus, wo... wo ich die Pferde herholen kann. Ah! Fläumelinchen ist zurück! So. Wir gehen aber mal ganz schnell zum Tor und schicken dich wieder los. Und zwar diesmal zu einem Rennen. Da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt passiert. 150 Euro haben wir. 150. So, Lokalturnier für die stärksten Pferde. Ich habe 106 von 100. Da muss ja wohl was gehen. Da bin ich jetzt aber schon sehr gespannt, wie viel das bringt. Hoffentlich sowas wie 200 oder so. Mindestens 200 Ocken. Wofür trainiere ich denn sonst die ganze Zeit? So, vielleicht kann man hier im Stall irgendwo was machen. Kaufe Fola. Super. 400! What? Die Ahnen dieses Fohls waren von Natur aus furchtlos und wild. Menschen einer vergessenen Zivilisation gaben die Geheimnisse der Zucht dieser Pferdeart weiter. Noch ein furchtloses und wildes Pferd. Pferd, Entschuldigung. Und kaufe Pfola, heißt das natürlich. Fläumelinchen, hat was? Ah, ich hab's kurz nicht lesen, das war zu schnell. Ich glaube, ich habe was gewonnen, oder? Ja. 50 Ocken auch nur. Puh, das dauert aber lang dann doch insgesamt, bis wir da hier mal was anderes haben. So, ich will jetzt hier wieder raus, verdammte Axt.
Jawohl. Ich freue mich ja schon. Na, guck mal, Pokal. Ja, ne, da freust du dich, Fläumelinchen. Eigentlich würde ich dir ja sofort was kaufen, aber ich muss jetzt erstmal ein anderes Pferd kriegen, damit wir hier ein bisschen farmen können. Das dauert ja ewig. Ab ans Tor. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Rennen schneller funktionieren. Hindernislauf für die besten Pferde der Dörfer der Umgebung. So, jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz gucken. Im Stall. Was haben wir denn jetzt für Werte? Bei Pfläumelinchen. 106, 77. Also Schnelligkeit ist noch nicht so das Wahre. Ich glaube, ich gehe nochmal trainieren mit ihr. Einmal noch trainieren, ab ins Gehege. Wir wollen das hier auch richtig machen. Ich will ja nicht, dass nachher Leute mir sagen, jetzt muss ich mir hier nochmal die Dinge anmachen. Ist ja kein Wunder, dass du nicht vorankommst, wenn du das Spiel nicht verstanden hast und so, weißt du? So, zurück. So, hier, Waldstrecke. Dieses Training verbessert die Ausdauer, das Geschick und die Schnelligkeit deines Pferdes. Das ist doch genau das, was wir haben wollen. Also das passt ja wie Pferd auf Eimer. So, sprinte los, junges Fohlen. Gesagt, getan. Achso, dieses andere Ding. Ui, das war jetzt ja fast schnell. Vielleicht wird das auch mal schneller irgendwann. Tatsächlich schneller. Also, weil das Pferd auch schneller ist. Das wäre total toll. Das würde dem ganzen Spieler eine ganz andere Schwierigkeitsnote geben. Ich glaube, dieses Training ist ganz besonders pferdvoll. Und die Musik erst. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich kann jetzt nicht so scheiß labern die ganze Zeit. Ich muss mich jetzt ziemlich konzentrieren auf Spiel und so. Ich bin ja auch an Endcontent gerade höher Pro-Gamer, ne? Wie lang geht denn dieses verdammte Waldstück? Oh, ich habe Blaubeeren am Rand gesehen. Wir müssen anhalten. Stopp! Ich muss unser Mittagessen pflücken. Finish! So, Trainingsergebnis. Jetzt möchte ich aber hier eine ordentliche 96 Note A. Das hat doch die Ehre wiederhergestellt, hör mal. So, jetzt kommen hier wieder alle Anleitungen, weil ich jetzt hier, also das hier, oh, das kann man sich doch, kann sich kein Schwein merken. Schnelligkeit und dynamische Reflexe, was haben wir denn jetzt? 102 Geschick, Geschwindigkeit 103, Ausdauer 104, nur ein bisschen blöd ist es noch und die Reflexe lassen auch zu wünschen übrig, aber ja, dynamische Reflexe und Schnelligkeit, komm, dann machen wir das auch noch, dann müssten wir eigentlich gut behangen sein. Oh, das Ganze im Winterlook. Die haben sie aber wirklich hier keine Kosten und Mühen gescheut bei dem Spiel. Sogar die Jahreszeiten gemacht. Schön sowas. So, Trab. Bequem laufen. Ich glaube, das hätte man einen Schritt. Spanischer Huckeltrab. Und gibt's Pfötchen. Achtung! Tripp, trapp! Und Horn wieder einfahren. Tja, wenn sie da nochmal, ich glaube, würde mal sagen, ja, so um die 20 mehr Animationen reingemacht hätten, dann wäre es echt ganz nett. So. Auch das haben wir schon 10-mal gelesen. Wir müssen jetzt einmal ganz kurz ein bisschen warten. Ich gehe ab in den Stall. Das ist ja voll nervig mit diesem, mit diesen Anzeigen immer die ganze Zeit. So. Hier, tu dich gütlich, während ich dir noch einen bürste, Fläumelinchen. Ne?
Wir sind uns ja so nahe gekommen inzwischen. Das ist, wir haben nur einen einzigen Pokal, das müssen wir ändern. Jetzt. Du kriegst jetzt noch hier so ein bisschen eingestrubbelt. Und wenn wir fertig geschubbert haben, dann geht's wieder auf die Piste, ne? So. Könnte man auch in anderen Kontexten verwenden, ich weiß, aber wir sind ja hier in einem Pferdespiel. Für kleine Mädchen, also denkt nichts Böses. So, schnellste, stärkste, ich kann jetzt alles machen, was ich überhaupt will. Turnier mit Springreiten auf einer Hindernislaufstrecke. Komm, wir machen erstmal Hindernislauf. Zack. Ich finde es auch total ansprechend, dass wir nie dabei sein können, wenn unser Pferd die Lorbeeren seines wohlverdienten Trainings abholt. Das ist irgendwie doof gemacht, finde ich. Ich würde ja so gerne mitfeuern und fiebern. Aber nein, man lässt mich nicht. Ich bleib hier zu Hause und kann nur noch wieder nach Kleeblättern suchen. Und der Harfe lauschen. Wer macht denn so ein Spiel eigentlich? Jetzt muss ich hier eine Minute warten und kann nichts machen. Ich habe ein Kleeblatt gefunden. Wie man sich freut, ne? Darüber. So. Ich habe ein Spiel gewonnen. Da siehst du mal. 50 Gold. Alter, wieder brauchen wir noch ewig, bis wir uns endlich ein neues Fohlen leisten können. Ich spiele das Spiel jetzt aber so lange, bis ich mir ein neues Fohlen leisten kann. Da habe ich mir den Gag ganz umsonst ausgedacht. Das Fohlen leer zu nennen und dann steht er zweimal leer. So. Ja, dann würde ich mal sagen, ab zum nächsten Rennen. Fleuminichen ist auch geil aus der Puste. Ah, das ist halt einfach so, ne? Gewicht heben, Hindernislauf, Springreiten. Machen wir das dann mal. So, hol uns den nächsten Pokal. Ich muss mal gucken, ob im Stall eigentlich jetzt schon der zweite Pokal auch steht. Jawoll, Digga. Guck dir das an. Ne? Würde ich mal sagen. Ganz amtlich ist das. Können wir jetzt eigentlich hier auch noch einen neuen Eimer kaufen? Aber wenn ich jetzt einen neuen Eimer kaufe, dann kann ich wieder nichts anderes kaufen. Außerdem ist ja Fleumelimchen, sowieso relativ gut betucht gerade. Mit allem über 100. Bis auf Intellenz. Intellenz noch nicht. Aber das ist ganz gut, da macht dir das nichts aus, immer wieder die gleichen Sachen zu machen. So, wir gehen mal zum Schmied. Ich guck mal, ob ich, was haben wir denn eigentlich überhaupt? Haben wir denn Ingredienzien und sowas? Sollen wir neue Hufeisen besorgen? Sie kosten so und so viel Geld. Ist auch gut, dass man sehen, oh, schon wieder. Wir haben ein Spiel gewonnen, jawoll. Allmählich bin ich fast stolz auf dich, Fleumelinchen. Wenn das Spiel nicht so einfach wäre... Außerdem möchte ich, dass du irgendwann mal so ein Lava-Pferd wirst übrigens. Also nicht Labär, sondern Lava-Pferd. So, was haben wir denn hier noch? Jagdspringen. Einfaches Turnier, bla, weg. Hinfort mit dir, du Stute. Keine Rücksicht auf die Fesseln. Ab in den Stall und Pokale angeguckt und gesabbert dabei. So sieht's aus. Tja, ne? So einsam hier ohne unser Fleumelinchen. Und Lea haben wir auch noch nicht da. Ich kann nur zwischen diesen Stellen hin und her und warten. Wer macht denn so ein Spiel, wo man gezwungen wird zu warten? Denn... Ein bisschen lesen... Zaubertränke. Brauchen wir eigentlich auch nicht. So, ab in Stall mit dir. Wir haben schon wieder gewonnen. 350. Und ich würde sagen, jetzt wird wieder mal hier so ein bisschen, ja, friss auch mal. Du darfst auch mal was fressen. Wir dürfen noch ein Turnier müssen wir noch machen, dann haben wir noch ein Pferd. So. Ah ne, das waren die Hufe mit dem hier. Stimmt das? Ja. Hier, achso, da muss ich tatsächlich hier bei den Hufen, geht das nur dann? Jetzt ist aber hier ordentlich, ach, das ist mir viel zu anstrengend jetzt. Ich mach das jetzt hier mit. So, das geht ja viel einfacher. Guck mal, wie das hier da hochgeht, das Ding, das ist ja super.
Wir sehen uns in der nächsten Folge, liebe Freunde, wenn wir dann endlich ein neues Pferd haben, das wir wahrscheinlich Leer nennen werden. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist dann der Witz dann bis dahin doch zu abgedroschen. Ich weiß es nicht. So, Fläumelinchen sagt Tschüss, ne? Tschüss.